Herzlich willkommen zur Einführung in die Biodiversity Heritage Library, kurz BHL. Was ist die BHL? Sie ist ein Konsortium von Bibliotheken und Archiven aus naturhistorischen Einrichtungen, die zusammenarbeiten, um ihre Literatur zur Biodiversität zu digitalisieren und sie barrierefrei online als Open Access verfügbar zu machen. Diese Literatur umfasst eine große thematische Bandbreite aus dem 15. bis 21. Jahrhundert. Das BHL-Konsortium arbeitet mit der International Taxonomic Community, Rechteinhabern und weiteren Interessengruppen zusammen, um sicherzustellen, dass das Erbe der Artenvielfalt sich einem weltweiten Publikum erschließt. Gemeinsam mit dem Internet Archive und durch lokale Digitalisierungsmaßnahmen hat die BHL Millionen von Seiten taxonomischer Literatur digitalisiert, die Zehntausende Titel und mehr als 250.000 Bände darstellt. Diese Trainingseinheit ist ein einführender Überblick dazu, wie sich die BHL nutzen lässt. Sie ist Nutzerinnen zu empfehlen, die neu sind oder sich ihre Kenntnisse auffrischen möchten. In diesem Video lauten die Lernziele: die grundlegende Suche sowohl im Katalogmodus als auch im Volltextmodus, die Optionen zum Browsen, Strategien zur erweiterten Suche, in dem Suchen sich kombinieren lassen, Details zum Bookviewer, das Herunterladen von vollständigen Publikationen oder einzelnen Seiten als PDF-Datei, das Herunterladen voridentifizierter Artikel, das Herunterladen von Bildern, sowohl niedrig als auch hochauflösend. Abschließend zeigen wir, wie Sie die BHL kontaktieren können, um Fragen oder Scan-Empfehlungen einzureichen. Hier ist die Homepage der BHL. Ich werde jetzt eine Suche in zwei verschiedenen Modi starten. Zuerst im Katalogmodus. Unser Suchbegriff ist Decapod und eine gekürzte Version von Crustacea, indem wir das Sternchen als Suchmaskensymbol nutzen. In einer Katalogsuche basieren die Treffer auf den Metadaten in den bibliografischen Aufzeichnungen der Einträge. Zu unserem Suchbegriff gibt es über 1100 Ergebnisse in dieser Katalogsuche. Wir sehen hier Informationen wie Titel, Autor, Objektart, Thema und so weiter. Wenn Sie bei Decapod Crustacea auf Bermuda auf das Detail-Pluszeichen klicken, dann sehen Sie, dass sich die Ergebnisse sowohl aus dem Titel als auch aus dem Suchgegenstand speisen. Sie können außerdem sehen, dass es nicht nur Einträge mit dem Wort Crustacea, Krebstier im Singular, aufführt, sondern auch ergänzend zu dem Plural Krebstiere, Crustaceans. Nun probieren wir dieselbe Suche im Volltextmodus. Wie Sie sehen, führt er zu viel mehr Ergebnissen. Das liegt daran, dass die Optical Character Recognition, OCR, im Volltextmodus Ergebnisse liefert, die nicht nur in den Metadaten zu finden sind, sondern auch als Volltext innerhalb der Publikationen. Wenn Sie jetzt auf das Detail-Plus-Zeichen klicken, dann sehen Sie viel mehr Beispiele dazu, wo Ihr Suchbegriff auftaucht, weil die Suche den Volltext in jeder Publikation einschließt. Nun zu den Browsing-Optionen. Sie können in der BHL alle Titel von A bis Z durchsuchen. Sie können alle Autorinnen von A bis Z durchsuchen. Sie können die Veröffentlichungszeitpunkte durchsuchen. Diese Zeiträume sind aufgeteilt in Jahrhunderte oder in Teile von Jahrhunderten, beginnend beim 15. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert hinein. Publikationen, die Gemeinsamkeiten aufweisen, sind in der BHL so kuratiert, dass sie Untersammlungen bilden, die eventuell bestimmte Nutzerinnen interessieren. Klicken Sie einfach auf Collection. Zuallererst sehen Sie etwa A History of Cats, eine Sammlung, die viele Publikationen zum Thema Katzen umfasst. Sie können klicken auf Contributor und somit alle BHL-Mitwirkenden durchsuchen, um zu sehen, was diese jeweils zur BHL beigetragen haben.
So hat das Museum für Naturkunde Berlin bis Ende November 2020 26 Bände zu 4 Titeln beigetragen. Nun gehen wir zur erweiterten Suche über. Advanced Search. Lassen Sie uns in der erweiterten Suche im Tab Publications nach dem Bau des Nervensystems suchen. Sie sehen in der Ergebnisliste nun eine Publikation, die das Museum für Naturkunde Berlin beigetragen hat. Bei mehreren Suchergebnissen können Sie natürlich Links mit der Narrow Search Ihre Suche eingrenzen und verfeinern, entweder nach Buch oder Zeitschrift, Veröffentlichungsdatum, Schlagworten und so weiter. Lassen Sie uns jetzt zur erweiterten Suche zurückkehren. Klicken Sie hierfür entweder oben links auf das BHL-Logo oder oben rechts auf Advanced Search. Nun lassen Sie uns im Tab Authors nach dem Autoren Eduard Friedrich Eversmann suchen. Wenn wir den Link unseres Suchergebnisses anklicken, sehen wir die Publikationen, als deren Autor er mittels der Metadaten identifiziert ist. In diesem Fall sind es 5 Titel. Erneut auf der Seite der erweiterten Suche suchen wir nun im Tab Subjects nach CETACE, wieder mit dem Sternchen als Suchmaskensymbol. Wie Sie sehen, sind nun unterschiedliche Versionen des gekürzten Suchbegriffes aufgeführt, die in den Metadaten all der Publikationen auftauchen, die mit dem Begriff verbunden sind. Der letzte Tab in der erweiterten Suche ist Scientific Names. Er richtet sich eher an Nutzerinnen mit taxonomischen Kenntnissen. Bitte beachten Sie hier den Haftungsausschluss, dass die Suche auf der nicht korrigierten OCR basiert und die Ergebnisse demzufolge qualitativ schwanken können. Nehmen wir einen der vorgegebenen wissenschaftlichen Musternamen Loxodonta africana. Die aufgeführten Ergebnisse sind nun eine bibliografische Zusammenstellung davon, wo die Arten in der BHL angelegt sind. Klicken Sie auf einen der Links, der Sie dementsprechend zu einem Titelsatz führt, einem Band oder einer Seite in der BHL. Wenn Sie auf das kleine Vorschau-Icon bei View klicken, dann wird Ihnen ein Bild einer individuellen Seite angezeigt. Nun betrachten wir die Einzelheiten zum Bookviewer, beziehungsweise dazu, was Sie sich auf einer einzelnen in der BHL angezeigten Seite ansehen können. Kehren wir also zurück zur erweiterten Suche Advanced Search. Wir suchen nach der Publikation Reise von Orenburg nach Buchara und wählen dann das Suchergebnis aus. Starten wir mit der schwarzen Leiste direkt unter dem BHL-Logo. Schon sind wir beim Titel, der mit einem Titelsatz verlinkt ist. Falls es sich bei dem Suchergebnis um ein mehrbändiges Werk handelt, dann sehen Sie in der Mitte immer eine Dropdown-Liste, die alle verfügbaren Bände unter diesem bestimmten Titel auflistet. Sie haben hier, wie immer, oben rechts eine weitere Dropdown-Liste mit dem Namen Download Contents, die Ihnen verschiedene Optionen zum Herunterladen anzeigt. Weiterhin können Sie Optionen nutzen zur Ansicht für die eine Seitenansicht, die zwei Seitenansicht, die Miniaturansicht. Außerdem können Sie heranzoomen und wegzoomen. In der Zwei-Seiten-Ansicht können Sie vorwärts oder rückwärts durch ein Band blättern. In der Eine-Seiten-Ansicht funktioniert es nach oben und nach unten.
Sie sehen ein Drucker-Icon, Search Inside, Show Info und Show Text. Bei Search Inside können Sie Text über die nicht korrigierte OCR finden. Lassen Sie uns einfach in diesem Band nach dem Wort Buchara suchen, um zu sehen, wo es in diesem Band auftaucht. Schon sehen Sie die verschiedenen Beispiele, wo das Wort Buchara in dem Band auftaucht. Show Info zeigt die bibliografischen Metadaten der abstrahierten Seite. Show Text zeigt die Seite als nicht korrigierte OCR, aber nicht als Bild. Im Modul Pages auf der linken Seite können Sie die Seiten des Bands durchblättern. Einfach reinklicken. Darunter sehen Sie ein weiteres Modul, Scientific Names on this Page. Alle per OCR erfassten wissenschaftlichen Namen sind in diesem Modul aufgelistet. Hinter jedem Namen ist ein DNA-Icon zu sehen. Ein Klick auf das Icon listet Ihnen verschiedene Quellen auf, Datenbanken zu wissenschaftlichen Namen. Wie funktioniert das Herunterladen von Inhalten, PDF-Dateien und Bildern, sowohl niedrig als auch hochauflösend? Klicken Sie auf Download Contents, dann auf Download Book und wählen Sie die PDF-Option aus. Das Digitalisat wird Ihnen nun als PDF angezeigt. Klicken Sie oben rechts auf Dokument speichern und entscheiden Sie, wie Sie die Datei auf Ihrem Computer handhaben wollen. Wenn Sie aber nur ein paar Seiten oder ein Kapitel dieses Buches speichern möchten, gehen Sie am besten in die Miniaturansicht. Dann klicken Sie in der Dropdown-Liste Download Contents die Option Select Pages to Download an. Dann klicken Sie jede Seite an, die Ihre PDF-Datei enthalten soll. Wenn Sie alle Ihre Seiten ausgewählt haben, klicken Sie auf Review. So sehen Sie die Miniaturansicht, um sicherzustellen, dass Sie alle Seiten haben, die Sie möchten. Klicken Sie nun auf Generate My PDF. Dort geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken abschließend auf Finish. Sie werden nach ein paar Minuten eine E-Mail erhalten mit einem Link, über den Sie Ihre PDF-Datei aufrufen und herunterladen können. Nutzen Sie diese Vorgehensweise, um individuelle Zeitschriftenartikel herunterzuladen. In der BHL sind einige Aufsätze auch in Artikel umgewandelt worden. Diese Funktion spart Zeit und vereinfacht es, eine PDF-Datei zu erstellen, indem die Seiten von Artikeln zum Herunterladen bereits vorausgewählt sind. Lassen Sie uns nun zur erweiterten Suche zurückkehren. Und nach dem Autoren Taylor sowie dem Text Panamanian Tree Frog suchen, wählen Sie das erste Ergebnis aus. Wie Sie sehen, handelt es sich um einen Bestandteil eines mehrbändigen Werkes für die Zeitschrift Brevuria. Hier sehen Sie nun in der oberen schwarzen Leiste auch die Dropdown-Liste, die Ihnen dementsprechend alle verfügbaren Bände auflistet. Wenn Sie nun Download Contents anklicken, dann sehen Sie eine extra Option, Download Article. Wenn Sie diese Option, Download Article, anklicken, dann sehen Sie die für Sie vorausgewählten Seiten. Sie müssen jetzt nur noch Generate anklicken, Ihre E-Mail-Adresse eingeben und auf Finish klicken. Sie werden wieder eine E-Mail bekommen.
um zu zeigen, wie Sie Bilder herunterladen. Suchen wir in der erweiterten Suche einfach nochmal nach der Reise von Orenburg nach Buchara. Um nach allen möglichen Bildseiten in einem Band zu suchen, ist es hilfreich, dafür die Miniaturansicht zu nutzen. Zunächst zur Vorgehensweise für niedrig auflösende Bilder. Klicken Sie die Bildseite, die hier im Bookviewer angezeigt ist, mit rechts an. Wählen Sie Grafik speichern unter aus und speichern Sie so die Bildseite auf Ihrem Computer. Bitte beachten Sie, dass Sie hierbei eventuell zwischen mehreren Dateitypen wählen können. Jetzt zur Vorgehensweise für hochauflösende Bilder. Öffnen Sie einen neuen Tab oder ein neues Fenster und geben Sie die URL biodiversitylibrary.org/pageimage/pageid ein. Dann gehen Sie zurück zur Bildseite. Klicken Sie die Bildseite mit links an. Dann kopieren Sie die Ziffer am Ende der URL dieser Bildseite . Ersetzen Sie Page-ID in der neuen URL mit der Ziffer, die Sie kopiert haben. Die Bildseite, die nun in der neuen URL dargestellt ist, können Sie jetzt mit rechts anklicken, Grafik speichern unter auswählen und wieder entscheiden, wie Sie sie auf Ihrem Computer speichern möchten. Wie können Sie einen Scan-Vorschlag einreichen oder Probleme und Fehler berichten, die Ihnen vielleicht in der BHL aufgefallen sind oder einfach nur eine Frage stellen? Wenn Sie eine Scan-Empfehlung einreichen möchten, die Sie für die BHL geeignet halten, dann gehen Sie bitte auf die FAQ-Seite. Klicken Sie auf der rechten Seite im Block Help auf Guidelines for Submitting Scanning Requests. Bitte lesen Sie sich die Richtlinien durch, weil es von Ihrer Due Diligence abhängt, bevor Sie einen Scan-Vorschlag machen können. Wenn Sie Ihre Due Diligence sorgfältig geprüft haben, klicken Sie auf Scanning Request Form. Füllen Sie bitte das Formular aus und schicken Sie es ab per Klick auf Submit. In Bezug auf mögliche Probleme, Fehler oder Fragen, wählen Sie bitte wieder die FAQ-Seite aus und scrollen Sie hier herunter. Troubleshooting. Klicken Sie auf I've noticed a problem with the BHL collection or website. What can I do? Bitte nutzen Sie den Link biodiversitylibrary.org/contact. Bitte geben Sie Ihre Informationen ein, wählen Sie ein geeignetes Thema, schreiben Sie Ihren Kommentar und schicken Sie ihn wieder ab per Klick auf Submit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.